Neues Video, neuer Tag auf unserem Roadtrip. Wir sind hier heute in Cairns oder Cairns. Wir sind also noch weiter im Norden jetzt und wir sind, glaube ich, schon 17 Stunden gefahren von Brisbane aus. Also wir sind schon ziemlich weit im Norden jetzt. Ich will jetzt mal zeigen, wo wir schlafen die Nacht. Und zwar haben wir uns mal was richtig Gutes gegönnt. Das ist doch gar nicht so teuer gewesen, weil man das ja durch 5 Personen teilen kann. Das Kind zählt nicht. Und ja, dann zeige ich mal hier, was wir uns gegönnt haben. Hereinspaziert. Hier sieht man im Hintergrund unseren Wohnbereich. Mega schön. Ein offener Wohnbereich mit Küche. Wunderschön. Alles offen. Ist ziemlich warm, aber wollen wir uns mal nicht beschweren. Ist ziemlich tropisch hier. Dann haben wir hier 3 Schlafzimmer. Ein Badezimmer. Beziehungsweise wir haben 2 Badezimmer, aber dazu komme ich gleich. Wir haben hier, das sind hier unsere Zimmer. Ein ganz normales Zimmer, Doppelbett. Hier haben wir noch ein Zimmer. Hier ist das Badezimmer. Badezimmer. Und das ist jetzt hier das Master-Schlafzimmer. Mit noch einer eigenen Dusche und einer eigenen Toilette. Hier ist noch ein schönes Waschbecken, hier bin ich. Schlafzimmer kann man dann hier auf die Terrasse noch gehen. Will ich aber noch zeigen, was das Ganze hier noch zu bieten hat. Und zwar, das ist übrigens mitten im Urwald, Regenwald, wie auch immer. Oh, richtig, richtig, richtig cool. Und hier haben wir noch unseren eigenen Jacuzzi. Mega geil. Und dann haben wir noch ein zweites Highlight. Hier dieses Baumhaus, was dieses Baumhaus zu bieten hat. Und zwar haben wir, wie man im Hintergrund sieht, noch einen eigenen Swimmingpool. Tada! Ja, auf jeden Fall, das ist ziemlich cool. Hallo! Hi! Wir freuen uns alle einen Ast ab. Es ist so geil. Und es war wirklich nicht teuer und es war im Angebot und wir sind außerhalb der Saison. Also das war wirklich nicht teuer. Tja, und hier verbringen wir jetzt die Nacht und den restlichen Tag. So, wir sind hier mitten in unserer Regenwaldes und wir suchen gerade den Wasserfall und es ist einfach unglaublich, unglaublich, unglaublich heiß beziehungsweise unglaublich, unglaublich, unglaublich schwül. Das ist echt Wahnsinn. Also ich war letztes Jahr auf Bali, es war nicht so schwül, wie es gerade hier ist. Es ist echt unfassbar schwül. Das habe ich noch nie erlebt. Das ist echt, echt mega krass. Irgendwie auch geil. Irgendwie. Fast an den Wasserfällen oder an dem Badeloch, wo man baden kann. Und wir haben gedacht, dass es fußläufig zu erreichen ist es auch, aber es hat halt irgendwie 20, 25 Minuten gedauert und es ist halt so heiß. Und wir sind klitschnass gespitzt jetzt. Naja, hoffentlich ist es das wert. Und erinnern wir uns daran, dass ich gesagt habe, man soll nicht in Wasser oder nicht in Seen, Flüssen, was auch immer, Meer schwimmen, soweit man in den Norden fährt. Das ist auch korrekt so, aber hier ist das erlaubt. Oh. Wow, oh Gott. So, wir sind angekommen. Der Wasserfall ist noch weiter da hinten, aber da laufen wir jetzt nicht hin. Denn wir sind schon klitschnass geschwitzt und wir wollen jetzt einfach nur noch Abkühlung. Und das machen wir jetzt auch. Thank you.
baden und das Wasser war zur Abwechslung mal richtig kalt war es. Und jetzt sind wir hier in dem übelsten Urwald, das ist richtig geil. Oh. Ich habe ein bisschen Angst vor wilden Tieren, also Schlangen, Spinnen und so weiter. Aber das wird schon alles gut gehen. Es ist einfach nur übelst schön hier. Also so stelle ich mir einen Regenwald vor. Genauso muss ein Regenwald aussehen. Im Baumhaus auch schon wieder vorbei und es war mega geil. Wir haben die ganze Nacht noch im Whirlpool gesessen mit dem Glas Wein in der Hand und wir waren noch schwimmen und es war einfach mega schön. Neuer Tag und wir gehen jetzt schnorcheln, und zwar im Great Barrier Reef, und das zeige ich aber im nächsten Video. Und ja.